meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen des Badener AC heißen wir Sie ganz, ganz herzlich willkommen zur ersten EasyTerm Tischtennis Bundesliga. Alle, die heute hergekommen sind, wissen, dass das für den Badener AC ein ganz besonderer Moment ist, ein emotionaler Moment. Und um das ein bisschen zu beschreiben, haben wir den Obmann mitgebracht des Badener AC. Der wird ein paar Worte an Sie richten, Andi Meixner. Dankeschön. Ja, zuallererst einmal, es freut mich, dass man so viele auch altbekannte Gesichter wieder in der Tischtennishalle sieht, die schon sehr lange nicht mehr waren, mindestens solange es die erste Bundesliga nicht mehr gibt in Baden. Und das ist jetzt genau 20 Jahre her. Wir feiern quasi ein Jubiläum und ich möchte sagen, 1985 ist die Mannschaft aufgestiegen in die erste Bundesliga unter der Ära Kurt Boseles, war dann 10 Jahre in der ersten Bundesliga durchgehend vertreten und ist dann freiwillig aus dieser wieder ausgeschieden, aus finanziellen Gründen, nicht aus sportlichen Gründen. Und jetzt, 20 Jahre danach, haben wir es wieder geschafft, sind mit einem sehr jungen Team, außer dem Papa, wieder in der ersten Bundesliga vertreten. Und wollen quasi die Ära Kurt Boseles in unserem eigenen Rahmen wieder fortführen und wollen dieses erste Spiel auch der Familie Boseles widmen, weil quasi der Kurt hat das initiiert und wir wollen versuchen, das jetzt auch in seinem Namen fortzuführen. Also der heutige Spieltag war aus meiner Sicht ein richtiger Thriller. Es war richtig spannend und also mein erstes Match habe nach einer 2-0-Führung verloren. Es war jetzt psychologisch gesehen sehr schwer für mich. Ja, zufrieden sind wir auf jeden Fall. Erstes Spiel, erster Sieg gleich, selben Tag, super. We'll be right back.
Ja, im Großen und Ganzen haben wir eigentlich sehr gut gespielt. Wir haben von der Aufstellung her ein bisschen gewechselt. Ich bin auf der Dreier gestanden, habe mein Spiel gegen einen älteren Levenko eben gewonnen. Ich sage jetzt einfach einmal, gegen Noppenspieler spiele ich an und für sich gar nicht so gut. Der Levenko hat einige Fehler gemacht, einige einfache Fehler gemacht, zum Glück. Und deswegen ist es ein relativ glattes 3-0 geworden.